Ja, nachdem Devabrata, der Sohn von Ganga und Shantanu, eben dieses Gelübde abgelegt hat, keine Nachkommen zu zeugen, nicht König werden zu wollen, also alles aufgegeben hat für seinen Vater Shantanu, nannte man ihn aufgrund dieses starken energetischen Gelübdes Bhishma, der Schreckliche, der Radikale, der Extreme, der, der das Königreich aufgegeben hat, sexuelle Gelüste aufgegeben hat, eben das Höchste, was man tun kann auf der irdischen Ebene. Und da sein Vater Shantanu sehr mit ihm zufrieden war, voll begeistert, gewährte er ihm noch einen Segen. Und zwar: Bhishma, du darfst deinen Tod selbst bestimmen. Das heißt, solange du noch leben willst, darfst du leben. Und du allein bestimmst, wann der Tod dich abholen darf. Und Bhishma, eben der große Krieger des Mahabharata, der Bhagavad Gita, wird dann auf dem Schlachtfeld später seinen eigenen Tod herbeirufen. Ja, so sieht man große Gelübde, große Könige, Menschen, Rishis, die extreme Taten. Taten, die riesige Mengen an Energie erfordern, aufbringen. Und das ist eben nicht einfach, auf Dinge zu verzichten, auf ein ganzes Königreich vielleicht, auf Reichtum zu verzichten, da wären manche schon aufgeschmissen, und auf den Verlust des Samens zu verzichten. Das ist das Größte, was man tun kann, und das, was eben auch so viel Kraft und Bemühung erfordert. Denn das geht nicht so einfach. Ja, dazu könnt ihr euch natürlich auch mal die Videos anschauen über Shorsha, die Reinheit, über Hitze in der Garanda Samhita. Denn solche Gelübde erzeugen innere Hitze, innere Glut, innere Kraft. Und natürlich viele mehr, über 1400 Videos findet ihr auf meinem YouTube-Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga. Alle drehen sich um die Thematik Yoga, Leben und Gesundheit. Hinterlasst gerne ein Abo, teilt die Videos, da freue ich mich. Auch gerne einen Daumen hoch oder zwei oder fünf. Und dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal.